Ja, hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Leipzig, hier ist Stempel mit René.de und heute dürft ihr mir mal über die Schulter schauen, wie ich an solche Anforderungen rangehe für einen Blog-Up oder für eine Challenge. Und zwar haben wir jetzt am Freitag den Vival Incolor Blog-Up. Hier sind die Farben vorgegeben: Savanne, grüner Apfel und Heideblüte. Und diese Woche im Global Design Projekt gibt es eine Sketch Challenge. Die sieht so aus. Also so soll meine Karte vom Grundaufbau her aussehen. Gestalten kann ich die dann, wie ich möchte. Soll aber, sage ich mal so, von der Idee her so aufgebaut sein. Und es sollen also in diesen Farben sein, sodass das also eine Kombination wird. Als ich hier gesehen habe bei unserem Mifal Incolor, dass wir Heideblüte drin haben, hatte ich natürlich gleich im Hintergrund, dass dazu sehr toll unsere Hortensie passt. Da haben wir ja in der Mitte wie einen Ball. Und das kann also der Mittelpunkt von dieser Karte werden. Dann haben wir dieses Ombre-Designer-Papier, wo wir sehr schön grüner Apfel drin haben. Grüner Apfel eignet sich auch sehr gut als Blütenblätter für eine Hortensie. Ja, und das Thema Savanne. Savanne ist nicht ganz so mein Fall, aber das fällt nicht ganz so auf, wenn das hier unten drunter als Karte ist und vielleicht da groß in Savanne gestempelt und alles andere werden die anderen Farben dominieren. Lege ich das mal zur Seite, das hier auch. Die Grundkarte habe ich jetzt schon mal vorgeschnitten, 21 Zentimeter mal 14,8, mittig gefalzt als zu 10 auf 10,5 Zentimeter zu einer ganz normalen Karte im Format A6. Und dann habe ich hier schon mal 5 Designerpapiere. Hier habe ich also einmal diesen Farbverlauf aus den Ombre in grüner Apfel. Hier habe ich das noch mal mit den Punkten. Dann habe ich hier eine etwas hellere Rückseite aus unserem Hortensienpark, eine etwas dunklere. Und hier habe ich noch für zwischendrin, damit die Farbe auch mal drinnen vorkommt, noch ein Stückchen von dem neuen Designerpapier, was es im neuen Katalog gibt, in Sahara-Sand. So, damit mache ich mal. Das hier habe ich mir überlegt. Wird also sozusagen mein Hintergrund der Karte, mache ich hier drauf. Da brauche ich also 10,0 mal 14,3 cm. Ich schneide mir jetzt aber erstmal nur meine 10 cm ab, weil dann kann ich, wenn ich diese Streifen aufklebe und das nicht ganz gerade an der Seite ist, dann schneide ich mir das bei sowas im Nachhinein zurecht, weil diese paar Millimeter, die dann übrig bleiben, die sind sowieso im Endeffekt Abfall. Für die habe ich also keine Verwendung mehr, diese 0,9 Millimeter. Und so, die schneide ich dann weg. Dann habe ich gerade Seiten. Das ist also mein Kartenaufleger. Und jetzt brauche ich insgesamt 5 Streifen von dem Designerpapier für diese Streifen in der Mitte. Die werde ich alle 1 Zentimeter breit machen. So, da habe ich also einmal das. So, schneide ich erstmal ein kleines Stückchen ab, damit ich, sage ich mal, so die Blütchen nachher ganz in dem 1 Zentimeter drin habe. So, da habe ich also so eine Reihe Blüten in Sahara-Sand. Das werde ich also als Mitte machen. Dann nehme ich hier von 1 Zentimeter das hellere Heideblüte. Mache ich in eine Richtung Heideblüte und in die andere Richtung mache ich grüner Apfel. Das wird mein zweites. Dann mache ich das dunklere Heideblüte dran. Das wird also der Streifen. Und dann mache ich nach oben einmal helleres in Ombre. Dann mache ich nämlich von dem hier mit den Punkten.
So. Und das ist ziemlich kräftig. Dann nehme ich das oberste Stückchen. Da habe ich noch ein richtiges, kräftiges Apfelgrün. Das kommt oben dran. Da habe ich schon mal meine Streifen. Die klebe ich mir auf und schneide mir das Ganze dann einfach auf die richtige Breite zurecht. So, das ist dann sozusagen hier schon mal mein Hintergrund. Das muss also nicht farblich so abgestuft sein, nur der Aufbau. Und den habe ich so. Ich habe also hier fünf Streifen und habe die also auch in meinen Farben, die bei dem Blockhop dabei sein dürfen. Schneide ich mir das Ganze perfekt gerade. Auf einer Seite erstmal einfach nur ganz kleine Stückchen ab. Zack. Bei solchen Sachen immer ziemlich schnell den Papierschneider durchziehen, dann verhakt er auch nicht. So, und die Seite lege ich dann genau bei meinen 14,3 an. Und hier auch einmal schnell durch. Das darf wirklich mit Schwung sein. Dann wird das also auch richtig gut. So, dann kann ich meinen Kartenhintergrund schon mal hier drauf machen, weil die restlichen Sachen mache ich dann sowieso mit der Dimensionals fest. So, damit habe ich schon mal meinen Kartenhintergrund. Wäre der erste Teil. Und jetzt komme ich also zur Mitte, zu diesem runden Teil. So, die Grundkarte habe ich fertig und jetzt muss ich den Mittelteil meiner Karte machen. Da habe ich also hier unser Stempelset und die Stanzformen. Herrliche Hortensie. Und von den Stanzformen werde ich die hier nehmen und werde hier in die Mitte eine Hortensienblüte reinmachen. Und für die mache ich zunächst erst einmal den Hintergrund. Und da brauche ich erstmal nur diesen Stempel hier. Den stempel ich mir hier drauf und stanze ihn damit aus. So, hier habe ich meine Heideblüte. Zack. So. So, das stempel ich jetzt einmal ab. So, das haben wir. Das werde ich nachher noch mal nehmen und stanze mir das erstmal aus. Das hier lege ich zur Seite. Werde mir aber dann obendrauf noch ein paar farbintensive Blüten machen. Musik
So, das ist ein kleines Geduldsspiel, diese Blütchen aufzumachen. Aber wenn die dann einmal offen sind, dann wirkt das also richtig gut. So, das wird also dann hier mein Mittelpunkt. Natürlich braucht eine Blüte auch noch ein paar Blütenblätter. Deswegen nehme ich mir jetzt meinen grünen Apfel. Und stempel mir noch vier Blütenblätter. So, und wir haben in diesen Stanzformen diese hier noch dabei. Also die finde ich absolut genial, weil hier kriegen wir lauter einzelne Blüten und damit können wir der Hortensie richtig viel Fülle geben. Und zwar werde ich da jetzt einen Teil ausstanzen direkt in Heideblüte und ich werde mir mit unseren Blenderpinseln noch einen Hintergrund machen, bisschen Heideblüte auf Grundweiß, damit ich also auch noch ein paar hellere Blüten habe. So, jetzt ist das schon mal dreidimensional. Und jetzt klebe ich hier diese einzelnen Blumen noch auf. So, damit habe ich hier eine dreidimensionale Hortensienblüte. Die werde ich dann ganz zum Schluss noch ein paar hier von unseren Pastellperlen reinmachen. Aber vorher kommt natürlich noch mein Spruch. Und da hatte ich also gesagt, dass ich den in Savanne stempeln werde. So, ihr Lieben, jetzt bin ich soweit. Das war also meine Vorlage.
Meine Farben Savanne, grüner Apfel, Heideblüte sind alle hier drin. Hier in der Mitte diesen Kreis. Ich habe den in Form dieser Blüte gemacht und mein Spruch. Das ist also meine Karte für den Blockhop und auch für das Global Design Projekt. Also zwei verschiedene Sachen, den Sketch und die Farben in einer Karte. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund, bleibt kreativ. Viele Grüße aus Leipzig, euer René.